32 lang, 9,8 Kilo dieser Sportjet, der hier präsentiert wird, angeboten für ca. 1.900 Euro und ideal für diese bis zu 10 Kilo Turbinen. Man kann natürlich auch mehr, man muss ja nicht immer das Schubferkel rauslassen. So, für uns, wenn das jetzt mal ein bisschen hakt, liebe Gäste, entschuldigen der Harald und ich uns dafür. Wir haben jetzt hier einen sogenannten Big Slot. Und in diesem Slot, in nur einer Zeit von 15 Minuten, haben wir insgesamt 6 Firmen. Und die sind natürlich nicht so eingeordnet in unserem Ordner, wie die in der Reihenfolge fliegen. Das heißt, raussuchen, die richtigen technischen Daten. Und deswegen verzeihen Sie uns auch mal, wenn da ein bisschen was daneben geht. So, der Moritz ist im Anflug, setzt den Eurofighter fantastisch hier auf die Bahn. 14 Jahre alt, ganz, ganz dicker Beifall für unseren jüngsten Piloten hier auf der Jetbauer. Moritz Gärtner. Ja. Das sind die zukünftigen Weltmeisterschaftsanwärter, ne, die wir jetzt dann gerade da sehen. Ja, wie gesagt, sein Vater ist gerade von der Jet-Weltmeisterschaft zurückgekommen, die vor 14 Tagen in Süddeutschland stattfand. Mit einer sehr guten Platzierung. Und ich denke mal, dass wir den Moritz wahrscheinlich auch bald im deutschen Jet-Team begrüßen können. Ja, das Modell der Eurofighter hier in einer typischen Lackierung der Luftwaffe. In diesem speziellen Grau. Man sieht dieses kleine Ritterkreuz seitlich am Rumpf. Ja, so fliegen sie. Ja, die Eurofighter ist Josef mentioned in einer very typical paint. It's just this light gray. That's the best camouflage you can have for an aircraft which is operating in medium to high altitude. So it's nearly not visible at all in a dogfight or in a normal flight situation. Ja, das etwas langweilige Sichtgrau, das hier am Eurofighter ist, das ist die beste Tarnung für Flugzeuge, die sich so in mittleren bis höheren größeren Höhen aufhalten, wie eben der Eurofighter als Abfangjäger. Und es gibt da mittlerweile glücklicherweise Sonderlackierungen, die uns Modellflieger natürlich dann auch ermöglichen, ein ganz spezielles Modell zu lackieren. Ja, die Stiletto ist unterwegs für die Firma BS Jets Collection. Federico Spada. So, dann müssen wir jetzt mal den ganzen Nicht-Original-Vorbilder-Modellen, ist das schwierig, die Firmen auseinanderzuhalten. So, jetzt gehen zwei weitere Modelle an den Start. Einmal haben wir im Maßstab 1:5 eine sehr schön lackierte Rafale von Aviation Design. Just taking off is a 1x5 scale Aviation Design Rafale. And it's a scale 1x5, which makes 212 wingspan, 320 lengths. And 24 kilograms. And the next jet taking off is a so-called Vixen. It's a 240 wingspan, 270 lengths, and 17 to 18 kilograms. And you can use engines up to 180 newton of thrust. Ja, Josef, wir haben zwei Modelle in der Luft. Einmal eine Rafale und einmal eine Vixen. Ja, der Name ist ein Fantasiename, ne? Ich hatte jetzt gerade schon überlegt, das eine Modell, was in der Luft ist, hat Ähnlichkeit mit einer Sea Vixen. Das waren Flugzeuge, die seinerzeit von der Royal Navy eingesetzt wurden, das Modell, was jetzt gerade hier quer fliegt. Wir können jetzt nicht ganz ausschließen, ob es sich dabei um das gleiche Modell handelt, aber von der Größe her glaube ich eher, dass der Harald hier recht hatte. So, ja, die Vixen ist hier in einem langsamen Überflug von rechts nach links. Und eine Grad gelandet und die andere macht hier im Tiefflug nochmal einen Vollkreis. Ja, Sie sind unterwegs für die Firmen ARF GBR Jet.
So, the for the Vixen, the kit contents are all composite, manufactured, painted to customer specifications out of the mold. So that means you can have your own paint wishes when you order the model. The formers are all fitted, and even the flaps are hinged. And of course, you get all the hardware pack as well. The undercarriage is a trailing link pneumatic gear set with all the valves and the tanks, so it's ready for the complete installation. And of course, you're going to have an electric gear set available on special request as well.